Was zu beachten ist, bevor man zum Anwalt geht. Tag zusammen. Vielen stellt sich die Frage, bevor sie zum Anwalt gehen, worauf muss man eigentlich achten? Was muss man zur Vorbereitung alles machen? Darüber möchte ich hier mal kurz ein paar Dinge, die wichtigsten von mir geben. Liebe Leute, das Wichtigste, was wir Anwälte natürlich wissen müssen, ist, was ist eigentlich passiert? Sprich, wir brauchen den Sachverhalt. Im Gegensatz zu uns wart ihr ja mit dabei. Das heißt, ihr könnt den Sachverhalt viel besser vortragen, als wir das können. Das bedeutet natürlich, Potztausend, ihr müsst euch selber klar sein, was ist eigentlich passiert. Wenn ihr unsicher seid oder wenn der Sachverhalt vielleicht ein bisschen komplizierter ist, dann schreibt ihn auf. Oder wenn ihr eurem Anwalt oder eurer Anwältin einen Gefallen tun wollt, macht auch schon mal tatsächlich irgendwie ein Word-Dokument fertig oder eine E-Mail, wo die wichtigsten Stichpunkte chronologisch schon mal aufgeführt sind, damit wir auch wissen, was wir überhaupt vortragen sollen. Ganz ehrlich, liebe Leute, mit dieser Sachverhaltsdarstellung, da steht und fällt die ganze Geschichte. Wir streiten uns im Gericht höchst selten um Rechtsfragen. Wir streiten uns meistens darum, was ist passiert. Weil der Kläger sagt, das und das und das ist passiert. Und der Beklagte sagt dann, nee, das war ganz anders. Das war so oder so oder so. Und dann müssen wir das gegebenenfalls noch beweisen. Aber wir müssen erstmal überhaupt einen Sachverhalt vortragen, der irgendwie geeignet ist, irgendeinen Anspruch überhaupt zu begründen. Sonst wird uns die Klage schon abgewiesen, weil wir den Sachverhalt nicht ordentlich vorgetragen haben. Wenn ihr also zum Beispiel Überstunden einklagen wollt, dann ist es natürlich sinnvoll, einfach mal zu wissen, wann wurde eigentlich welche Überstunde gemacht. In diesem Zusammenhang dann auch noch mal am besten, wer hat die eigentlich angeordnet, damit wir auch wirklich angeordnete Überstunden haben, die wir einklagen können. Dazu ist so eine chronologische Auflistung, wann welche Stunden in welchem Umfang gemacht wurden, schon ganz hilfreich. In Kündigungsschutzsachen ist es dann auch mal ganz hilfreich, wenn man vielleicht schon mal eine Idee hat, warum gekündigt wurde, das auch mal vorzutragen, wenn Abmahnungen ausgesprochen wurden, die vielleicht auch schon mal irgendwie mitzuteilen. Das machen wir natürlich im Prozess erstmal nicht in der Klageschrift, aber für später ist das nicht so ganz unwichtig. Betriebsräten sei gesagt, wenn es um meinetwegen den Abschluss einer Betriebsvereinbarung geht, seid euch im Klaren, was wollt ihr eigentlich in der Betriebsvereinbarung drinstehen haben? So die wichtigsten Eckpunkte schon mal zusammentragen, das erleichtert das Gespräch mit dem Anwalt ungemein. Der formuliert nachher die ganze Geschichte, aber ihr müsst eigentlich eine ungefähre Vorstellung davon haben, was ihr eigentlich drinstehen haben wollt. Dann ist natürlich für den Anwalt in der Beziehung ganz wichtig die Beschlussfassung, dass überhaupt so ein Sachverständiger hinzugezogen werden soll. Da habe ich mal ein eigenes Video zu gemacht, das entscheidet mal wieder da. Habt ihr was gemerkt? Ich habe ja früher immer so irgendwo hingezeigt. Das liegt daran, dass ich hier so mit Selfie-Funktion aufnehme. Mittlerweile habe ich gelernt, das ist kein Spiegel, sondern ich muss so rumdenken. Also da erscheint dann das Video für den Sachverständigen. Die Beschlussfassung dazu sollte natürlich vorliegen und natürlich die entsprechende Zustimmung durch den Arbeitgeber, damit unser einer loslegen kann. Tja, und wenn wir da jetzt da sitzen im Anwaltsgespräch und wir haben den Sachverhalt angehört, dann kommt das Ganze auch, wenn wir Menschen bei uns haben, es lässt sich nicht verhindern, das kommt in so ein Ding hier rein, so eine Akte. Ne? Ihr kennt ihn noch, den Arbeiter, der immer wieder gegen die B- und Truch GmbH klagt, der ist jetzt auch bei mir. Und dann stellt sich natürlich die große Frage, welche Unterlagen brauchen wir eigentlich für das Erstgespräch oder vielleicht auch später, damit wir diese Akte auch wirklich gefüllt kriegen. Knapp gesagt, bringt alles mit an Unterlagen, was ihr irgendwie habt. Zum Arbeitsverhältnis auf jeden Fall den Arbeitsvertrag, die letzten drei Gehaltsabrechnungen, damit man mal einen Überblick kriegt, wie hoch ist eigentlich die Gehaltshöhe, die vereinbart wurde. Und fürs Gericht, für den Streitwert ist das auch nicht so ganz unwichtig. Wenn ihr gekündigt wurdet, natürlich die Kündigung selber, die brauchen wir. Wenn ihr Abmahnung gekriegt habt, die vielleicht auch schon mal, damit man die im Hinterkopf behalten kann. Liebe Betriebsräte, die Beschlussfassung. Einladung, Tagesordnung, unterschriebenes Protokoll und Anwesenheitsliste. Extrem wichtig. Das
brauchen wir. Spätestens der Gegenanwalt wird irgendwann mal Zweifel daran haben, dass es eine ordentliche Beschlussfassung darüber gibt, dass der Betriebsratsanwalt überhaupt tätig werden soll. Und dann kommt der her und sagt, ja, legen Sie mir erstmal da, dass Sie ordentlich beauftragt wurden. Und dann ist es ganz hilfreich, wenn man das Ding einfach in Kopie rüberjagen kann. Und dann weiß der Gegenanwalt, okay, an der Stelle können wir leider nichts reißen. Der Arbeitgeber wird den Betriebsratsanwalt tatsächlich bezahlen müssen. Ich sage es euch, bringt lieber zu viel Unterlagen mit und unser einer filtert dann raus, was wichtig ist und was nicht, als dass nachher zu wenig Unterlagen dabei sind. Natürlich, wenn wir schon mal Unterlagen sind, ganz wichtig in Individualverfahren, liebe Leute, die Daten der Rechtsschutzversicherung, also mindestens Name der Rechtsschutzversicherung und die Versicherungsnummer, damit wir eine Deckungsanfrage rausjagen können. Solltet ihr Prozesskostenhilfe beantragen, im Internet kann man die sich runterziehen, da gibt es Formulare für die Erklärung zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Antragstellers. Wenn ihr das Ganze schon mitbringt, schon ausgefüllt, schon unterschrieben und mit Belegen und Kopie versehen, macht das den Anwalt unheimlich glücklich. Ist aber auch nicht dramatisch, wenn ihr das nicht mit habt. Also ich gebe das den Leuten dann sowieso immer mit für die Prozesskostenhilfe. Aber es erleichtert die Sache ungemein, wenn das schon passiert ist. Und wenn wir schon bei Prozesskostenhilfe sind, wenn wir wirklich in der Beratung sind oder im Außergerichtlichen, da greift ja die Beratungshilfe, da ganz, ganz, ganz wichtig, habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, kommt da, der Beratungshilfeschein, der vom Gericht erteilt wird, muss vorher da sein. Das heißt, der muss während des ersten Gespräches bereits auf den Tisch gelegt werden. Nachträglich dürfen wir das nicht mehr beantragen und ihr kriegt es auch nicht mehr nachträglich. Da müsst ihr selber bezahlen, das kann teuer werden. Und ganz unter uns, als Arbeitnehmer wird euch das vom Gericht selten passieren, aber nehmen wir es nur mal an. Ihr habt so einen fiesen gelben Umschlag gekriegt vom Gericht. Oder meinetwegen in anderen Geschichten von der Behörde oder so ein Mahnbescheid vom Amtsgericht. Was wir jetzt brauchen, ist ganz dringend dieser fiese gelbe Umschlag. Das Ding sieht so aus. Und wenn ihr genau hinguckt, werdet ihr feststellen, da steht ein Datum. Dieses Datum hat der Postbote, als er das Ding reingeschmissen hat, im Briefkasten da drauf geschrieben. Und dieses Datum, auch wenn das kein Stempel ist oder so, kommt jetzt nicht auf die Idee zu sagen, da ist nichts Offizielles oder so drauf. Das ist hochoffiziell. Mit diesem Datum werden nämlich Fristen in Gang gesetzt. Und die stehen. Da macht man auch nichts mehr gegen. Wenn das Datum da drauf steht, völlig egal, wann ihr das zur Kenntnis nehmt, dieses Datum, was da drauf steht, zählt. So, und wenn wir jetzt in der Lage sind, dass wir im Gespräch nicht noch großartig erstmal aus den Fingern saugen müssen, was ist eigentlich passiert und die wichtigsten Unterlagen auch schon da sind, am besten, am liebsten bereits in zweifacher Kopie, aber muss nicht sein, schöner wär's, aber es muss nicht sein, dann sind wir eigentlich ganz gut gewappnet und können uns auf die Sache selber konzentrieren und sparen dabei unheimlich Zeit. Zeit, die ihr lieber woanders verbringt als beim Anwalt und die wir auch lieber damit verbringen, uns dann tatsächlich um die Sache zu kümmern. Wenn das alles so ist, steht eigentlich an einem erfolgreichen Anwaltsbesuch nichts mehr im Wege und unser einer kann sich ganz ordnungsgemäß um eure Sache kümmern und für euer Recht kämpfen. Denn dafür sind wir da. In diesem Sinne, bis dahin. Hallo. Also, der Gesetzgeber hat wirklich... Lernen.